Ich mache mal auch Freunde an der Seite, also an meiner Seite. Ne? Ja. Da fährst du nach Polen und denkst dir, ey, total geiles Schießen. Ich bin Muttersee allein. Ich treffe hier keine Sau. Und wen sehen wir? Immer die gleichen. Wir haben so immer dieselben. Wir haben uns auf dem Dixi-Klo getroffen. Wir waren auf der Autobahn. Da haben wir uns alle getroffen. Ach so. Nicht so laut. 300 Meter geschossen? Ja. Und Ergebnisse? 10 Schuss, 111 Ringe. Ja. Wie immer, ne? Hat sich nichts geändert. Ja. Mit Zuhilfenahme der Nachbarn links und rechts? Ich habe ja bloß 4 Schuss gemacht. Dann kannst du dir vorstellen, was rechts und links da gelegen hat. Ja. Naja, aber wichtig ist, ich habe den Pokal. Ja. Sollen wir schon darum ein Siegerfoto von dir machen da vorne? Ja, genau. Ja. Darum geht's doch hier. Ja. Und du, mein Hasengesicht? Super gelaufen. Meistens ist das Training gut, das ist dann im Wettkampf schlecht. Aber wir werden ja. Also ich vergeige ja lieber die Generalprobe. Ja. Hätte ich auch gern gehabt. Aber mit deinem Selbstleiter zufrieden? Ja, schön. Sehr zufrieden. Ja, das Ding trifft scheiße gut. Wenn man nicht glauben, was ein Selbstleiter kann. Also auf Anhieb da schon mal gleich 3-10 drin, Hermann, das ist schon mal eine Ansage. Ja. So, kalt ausgepackt. Lüpp. Und Gutti mit deinem Ruger? Ich bin noch ein bisschen am Üben. Neuer Lauf, neues Glück. Ja. Fang ein bisschen von vorne an. Okay. Die Schuller-Ruger. Ja, das ist der Schuller-Ruger. Ja. Oh. Ich puzzle dir das Ruger-Zeichen ab. So steht es jetzt in den Papieren. Ja. Muss dann neu eingetragen werden. Kein Witz, aber ist so. Nee, und dann bring ich noch ja, weil der Lauf hat fürs Verbaut. Ja, und jetzt bin ich am Munition suchen noch ein bisschen. Da ist noch nicht die 100% erreicht. Und zumindest hat er festgestellt, dass die Cradmore nicht drin passt. Doch, die hat drin gepasst, aber naja, wie soll das aus? In der 308? Ja. Eine 308, eine Gridmore, kann man machen. Ja. Kann man. Ein hervorragendes Ergebnis auf 25 Meter. Ja. Wie Gießkanne. So, jetzt noch 600 Meter. Jetzt werden wir mal die 600 sehen, was das bringt. Hier sind das Schlusslicht. Wir warten wieder auf den Regen. Ja. Cool. Wo bist du denn her? Bei 600 Meter? Bist du hier vorne eventuell, weil wir eine Kamera aufstellen wollen? Ich bin. Ich schieße um 16.50 Uhr. Okay. 16.50, genau. Und ich muss jetzt die Startzeit mal aktualisieren von all den Leuten, die da sind, die nicht da sind. Mhm. Also ich habe noch ein bisschen was zu tun heute. Muss ja arbeiten. Hängst du die Liste gleich nochmal aus? Ja, Chef, mache ich. Läuft. Ja. Danke. Ciao. Ciao.